Jawohl. Das ist gut. Geil. Volleinschlag vom Feinsten. Einen wunderschönen guten Morgen euch allen. Wir haben uns unter ein riesiges Felsplateau gestellt. Hier haben wir eine ganz interessante Struktur. 20, 30, 40 Meter Treppen in unmittelbarer Ufernähe. Und heute ist unser Plan, mit Naturködern XXL-Fische abzuholen. Es geht auf Großdorsch und Heilbutt. Wir zeigen euch ein bisschen die Montagen, die wir einsetzen, wie wir vorgehen. Und mit etwas Glück seht ihr richtig dicke Fische. Ab geht's. Um die passenden Köder zum Heilbuttangeln zu bekommen, suchen wir uns sogenannte Baitballs, Blasen auf dem Echolot. Und hier seht ihr gerade ein richtiges Köderaufkommen. Schaut euch das mal an. Alles voll, 40 Meter Wassertiefe bis 25 Meter Höhe vom Grund, alles voll mit Fisch. Da lassen wir jetzt mal eine Rute runter, mal gucken, was da passiert. Auf geht's, schnell, schnell. Ich habe mir jetzt hier Lametta schnell montiert, Paternoster, unten dran einen schweren Bleikopf, in dem Fall unseren Fireball von Black Cat, einen kleinen Gummi drauf. Lass mal das Ding mal hier auf Tauchfahrt. Muss man immer schnell agieren, wenn so ein Baitball da ist. Hat man nämlich seine Köfis zum Heilbuttangeln schnell zusammen. Runterlassen in den Bereich. Unterhalb am Bleikopf montiere ich gerne immer noch ein Gummi. Zack, schon voll. Schon voll. Abgelassen, auf Grund gelassen, schon voll. Ja, das ist Wahnsinn. Unten dran an dem Bleikopf montiere ich immer gerne noch ein Gummi. Ihr könnt auch einen Pilger nehmen. Falls große Fische in dem Schwarm stehen, könnt ihr die dann noch sicher haken. Also der war jetzt keine 3 Sekunden unten. Schon zappelt hier. Zappelt's am Tannenbaum. Auf sowas immer achten am Echolot. So. Haben wir hier ein paar schöne Makrelen, 3 Stück. Schaut euch das mal an. Rucki zucki ist das Ding voll. Gute Heilbuttköder und schmecken auch lecker zum Abendessen daheim. Weiter geht's. Wie ihr schnell hier an eure Baits rankommt, haben wir euch bereits gezeigt, ja, also da kommen Makrelen hoch, da kommen kleine Köhler hoch mit dem Paternoster-System. Aber manchmal gibt es auch Tage, vor allen Dingen, wenn ihr direkt auf die Räuber unten mit Naturködern starten wollt, kriegt man nicht gleich seine Köder. Immer wenn man sie braucht, muss man sie lange suchen. Deswegen ist es ganz ratsam, wenn ihr zu viele habt, euch ein paar im Camp einzufrieren. Hier haben wir wieder eine Makrele dabei und einen kleinen Köhler. Und dann seid ihr ready. Und wir bauen euch jetzt ein ganz spannendes Rig zusammen. Makrelen haben wir ja ratzfatz gefangen. Ein sehr intensiv riechender, öliger Fisch. Um den Deadbait jetzt möglichst attraktiv präsentieren zu können, schneide ich mir hier hinten einfach das Filet runter. Das mache ich auf beiden Seiten. Der Strömung, der trifft, wenn wir den Deadbait jetzt hinterherziehen, wird die hinten schön flexibel, flattert schön. Da sollten doch Heilbutt und Co. draufstehen. Ich zeige euch noch schnell, wie sie montiert wird. Ich habe hier ein Zweierhakensystem gebaut, bestehend aus einem 2.0er Drilling und einem 8.0er Megahook. Das sind beides Haken, die ich sonst zum Wallerangeln benutze. Der Einzelhaken kommt jetzt einfach hier durch Unter- und Oberkiefer mittig gestochen.
habe ich noch einen Schutzgummi drüber, dass er nicht, dass er schön fixiert ist. Und den Drilling setze ich hier hinten in den hinteren Schwanzbereich. Schön unter Druck. Ich habe hier auf die Mono ein Geflecht hinten noch reingeknotet. Das nennt man beim Welsangeln sogenanntes Kombi-Vorfach. Und das ermöglicht mir das perfekte Anpassen meiner Haken jetzt hier an der Makrele, damit der hintere Bereich schön flexibel bleibt. Wie das genau zusammengebaut wird, zeige ich euch später noch. Aber jetzt sollte der Köder erstmal auf Tauchfahrt gehen. So, mal im Wasser. Schön, die sich jetzt anfängt dann in der Drift zu bewegen. Davor geschaltet ist ein 300 Gramm Blei, was den Köder auf Tiefe hält. Das ganze System setze ich jetzt 5-6 Meter über Grund, damit es schön mit dem Boot mitgezogen wird. Der Butt, der da am Grund lauert, wird definitiv die Makrele wahrnehmen. Sie riecht jetzt sehr stark. Der aktuelle Film wird von folgenden Angelläden präsentiert. Hier bekommt ihr alle brandneuen Produkte, ein super Preis-Leistungs-Verhältnis und eine fachmännische Beratung. Zack. Ich stelle meine Bremse jetzt sehr fein ein, damit der beißende Räuber Schnur nehmen kann. Und wenn es dann im Boot knattert, ist für uns das Signal, dass hier ein Fisch am Band ist. Zwei Ruten schleppen beim Boot, eine links, eine rechts. Und dann schauen wir mal, versteckt haben wir uns jetzt hier zwischen ganz vielen kleinen Inselgruppen, Felsen. Dazwischen sind Kanäle, wo die Strömung durchdrückt. Sandiger Untergrund, so ein Mischuntergrund, das mag der Heilbutt eigentlich. Mal schauen, ob der Plan aufgeht. Das Wasser beginnt jetzt langsam Fahrt aufzunehmen, richtig stark zu steigen. Die Strömung drückt hier durch und das ist eigentlich die Zeit, wenn der Heilbutt auf die Jagd geht und die Verfolgung aufnimmt. Hier seht ihr beide Rute laufen. Das ist die hintere Rute. Die ist circa 7 Meter über Grund. Und das hier ist die vordere Rute. Die ist circa 5 Meter über Grund. Erkennt man schön die Linien. Und ihr solltet auch immer ein bisschen das Echolot beobachten, denn oftmals sieht man dann die Fische direkt zum Köder ansteigen. Also ganz, ganz spannend. Manche gucken nur, weil es interessant ist, was da baumelt. Aber wir wollen, dass sie zuschnappen. Bin mal gespannt, ob wir eine tolle Situation sehen, wenn ein großer Dorsch oder ein Heilbutt vom Grund emporsteigt an unsere Naturköder. Hier seht ihr schön die Situation, die ich euch vorhin erklärt habe. Hier läuft unsere Köderlinie hier oben. Fisch vom Grund angestiegen, an den Köder ran, geguckt und wieder runter. Ich denke mal, das war ein Dorsch, der da geguckt hat, was da vorbeifliegt. Oder vielleicht auch schon der erste neugierige Heilbutt. Schauen wir mal. We'll be right back.
bis auf die Deadbait-Route. Weiß nicht genau, ob es ein Butt ist. Vielleicht noch ein großer Dorsch, ganz vorsichtig genommen. Werden wir gleich sehen. Na, das ist ein Dorsch. Guckt euch das Monster an. Sowas kommt halt beim Halbbutangeln vor. Wenn man mit Köfis angelt, kommen halt auch große Dorsche zum Vorschein. Wahnsinn. Braucht man einen Kescher. Was die an? Hat ganz vorsichtig genommen wie ein Butt, dann eine schnelle Flucht gemacht. Aber das ist ein mega Dorsch. Guck mal, was hier rauskommt. Da kommt noch ein kleiner Plattfisch raus aus dem Maul. Solche Fische hier kriegt er mit. Oh, mit Köfis. Wahnsinn. Wahnsinn. Dieses Teil. Ein richtiger, starker, großer Dorsch. Und hier drin hängt unser Haken vom Köderfisch. Krass. Krasser Fisch. Eine schöne Abwechslung, während wir auf den König der Nordmeere warten. Was der für ein Maul hat. Alter. Während ihr driftet, also wenn ihr schöne, lange Driftstrecken habt, empfehle ich euch, immer auch mal wieder ein bisschen aktiv mit der Spinnruder auf Heilbutt zu angeln. Da werden viele, viele Fische mitgefangen. Hier setze ich gern auf größere Köder. Es kommen Köder zum Einsatz so zwischen 14 und 20 cm. Das ist so meine Lieblingsködergröße. Ich habe jetzt hier einen 60 Gramm Kopf drauf und unten einen Stingerhaken montiert, um die Bisse perfekt verwandeln zu können, der Quantum Paddler. Schöne beide Würfe. Kein Chick-Angeln machen am Grund. Den Köder absinken lassen. Und dann ganz langsam, so langsam wie ihr könnt, den Köder zum Boot hochholen. Wenn der Halbbutter Bock drauf hat, geht dann die Verfolgung, verfolgt den Köder. Und beobachtet auch ein bisschen das Wasser. Also es gibt sehr viele Fische, die wirklich bis fast zum Boot mitlaufen, nachlaufen, erst kurz vor der Oberfläche zuschnappen. Also guckt da ein bisschen rein. Da erlebt ihr schon oft Heilbutt-Kino vom Feinsten. Auf meinem Kanal findet ihr auch Videos, sagenhaft, wo der Heilbutt bis an die Oberfläche dem Köder folgt und dann erst den Köder nimmt. Ja, also ganz spannende Momente. Während dem Driften immer mal wieder ein bisschen mit der Spinnruder arbeiten. Gibt auch ein paar Dorsche mit ans Band, das bringt ein bisschen Abwechslung in das oftmals sehr, sehr langweilige oder langwierige Heilbuttangeln. Und dann merkt ihr ganz schnell, auf was sie stehen. Und ihr könnt auch oder habt auch die Möglichkeit, durch diese größeren Gummis, die ihr durchs Wasser langsam leiert, die Butts hoch zu euren Ködern zu locken. Ja? Wenn er dann den Gummi nicht mehr will, trifft er auf euren Naturköder.
erste Interessent für unseren Heilbutt-Gummi. Aber das ist kein Butt, das scheint ein besserer Bosch zu sein. Die stehen natürlich auch auf die großen Gummis. Das bringt ein bisschen Abwechslung, während wir auf den großen warten. Das Dingerhaken wieder unten einsetzen. Und weiter geht's. Knapp über Grund, wieder in der Nachdrift. Ganz langsam reingekurbelt in Gummi. Aber das ist auch kein Butt, das ist wieder ein Dorsch. Das merkt ihr direkt in den ersten Drillsekunden. Der Butt tockt drauf und dann glüht richtig die Bremse. Wollte haben. So, schick uns ein Boot. Wir haben uns jetzt ganz flach hier in die Scheren reingesetzt, 14, 15, 20 Meter Wassertiefe, sandiger Untergrund. Und ich will euch mal zeigen, was da unten los ist. Auf dem Echolot sieht man eigentlich so gut wie gar nichts. Ja. Aber ich nehme jetzt mal meinen Heilbutt-Gummi und lasse den einfach mal vom Boot runter. Lass den einfach mal abtauchen, zum Grund runter. Das unten. Fisch ist drauf. Sofort ist ein Abnehmer da. Schöner Dorsch. Aber die wollen wir nicht. Aber das seht ihr, wenn er hart am Grund mit den Gummis angelt, kriegt er immer Aktion. Deswegen ist es ganz wichtig, wenn ihr jetzt versuchen möchtet, mit euren Gummis die Butts zu verführen oder zu euren Naturködern hochzulocken, dass ihr nach dem Auswurf, nach dem ersten Grundkontakt ganz harmonisch, ganz langsam den Köder zum Boot hochkurbelt. Wenn ihr am Grund unten bleibt und anfangt zu chicken, werdet ihr permanent die Dosche drauf haben. Das macht natürlich Spaß, wenn es dann mal so langweilig sein sollte. Das Heilbuttangeln ist oft sehr langwierig. Dann einfach mal durchsacken lassen und ein bisschen zoppeln und dann habt ihr wieder ein bisschen Party in der Route. Ansonsten beim Durchziehen auf Heilbutt ganz langsam und harmonisch zum Boot immer hochkurbeln. Jawohl, das ist gut. Ja. Geil. Hoch am Boot, jawohl. Volleinschlag vom Feinsten. Ja,
abgepfeffert. Sack reinholen bitte. Ja. Stundenlanges Driften, keine Aktion, immer wieder neue Flächen gesucht, neue Plätze. Sieht gut aus, der Fisch, sieht richtig gut aus. Steht voll drin. Warte. Ja. Ja, alles gut. Ja. Okay. Ich will jetzt fahren, bitte. Der Wahnsinn, es ist wie eine Bahnschranke. Das ist ein richtig, richtig großer Fisch. Blei kommt. Soll ich nochmal abgehen, denke ich. Ja, das ist ein großer Bund. Das ist eine riesen Schlacht. Ja. Richtiges Ding. Alter, das ist er. Alter, das ist ein Monster. Riesenfisch. Wow. Wahnsinn, Wahnsinn. Da wieder runter. Abfahrt!
Wahnsinn. Wow. Wow. Unglaublich. Okay. Achtung, vorsichtig. Kann nicht mehr höher halten. Gibt seine Picks nicht, warte. Nehmt doch diesen scheiß Bootshaken. Der ruhig direkt. Probier's doch mal jetzt, ist er oben. Du musst den Plastikschrauben runterdrücken, genau. Hast du die denn verliert? Scheiße. Erste Schwanzschlinge hat nicht gehalten, hat sich wieder rausgerissen. Das ist natürlich wirklich absoluter Wahnsinn. Das müssen wir wieder hochholen. 100 Kilo, oder? Ja, das ist jedenfalls so ein Fisch um die 100 Kilo. So, auf ein neues. Jetzt muss er wieder hoch. Zum Glück haben wir den Fisch im flachen Wasser drauf bekommen. 20 Meter Wassertiefe. Wenn ihr jetzt 100 Meter unterm Boot habt, macht euch kaputt hier draußen. So, Fisch kommt langsam wieder ganz mit gut alles, Jungs. Ja? Fisch müsste gut hängen. Hängt super, ja. Alter, das ist krass. Alles noch cool, nichts passiert, ganz mit der Ruhe. Richtig anziehen hinten und dann probieren zu halten. Kannst du den wieder ein bisschen zu mir rüberbringen? Ja, ich komme wieder zu dir rüber, langsam. Warte, ich nehme. Du musst nur quasi die Flosse hochkriegen. Hä? Der muss nur nicht genau langsam, jetzt hier. Ich ziehe jetzt langsam vor. Nicht so viel, nicht so ja, viel. Ja, ich kann nicht. Warte, ich lasse ihn das wieder stimmt. Zutreiben. Okay, dann lass ihn wieder zu mir kommen. Oh, komm. Langsam, kein Stress. Warte, kommt gleich jetzt. Kommt er wieder rein. Warte. Ganz in Ruhe. So, zuziehen. Okay, diesmal habe ich ihn. Gut. Uwe Philipp. Richtig Druck drauf. Ja, ich habe Druck drauf. Richtig Druck drauf. Das muss nicht unter Druck sein, das Ding. Richtig. Oh! Wow! Alter. Seil ist fest, ja? Ja, Seil ist fest. Ach, Alter. Ach. Er zieht das Boot rum. Alter. Wahnsinn. Alter, hat der eine Power. Druck auf dem Seil halten. Ja.
So, Achtung, ich tue jetzt, komm, jetzt mal mit der Rute darüber zu dir. Ja. Soll ich das Gaff geben für vorne? Guck mal. Ja, ja, okay, okay, ja, komm, alles gut. Jawohl, komm. Wahnsinn. Schaut euch diese Kachel an. Wahnsinn. Gekämpft. Und dann diese Rakete. Oh. Weit über 100 Kilo der Fisch. Absolut unglaublich. Unglaublich. Und jetzt machen wir unsere Kiste wieder auf und lassen den Fisch frei. Das ist wirklich der Wahnsinn mit diesem Booten hier, der Jungsfurt Lodge. Also, was wir uns schon mit kleinen Halbuts abgemüht haben, mit Keschern und alles, aber dieser Fisch, diese Landung, nur so ist es für das Wohl des Fisches. Ja, das Beste. Wir sind immer noch außer Atem. Gekämpft ohne yes. Ende, gekämpft ohne Ende. Jetzt lass man frei und dann quatschen wir nochmal mit euch. Der König der Nordmeere geht zurück. Unglaublich, unglaublich. Noch ein Stück. Unglaublich, danke. Wahnsinn. Achtung, Fisch kommt. Jawohl. Also normalerweise, bei mir auf dem Wallerboot gibt es bei so einem Fang immer einen gut gekühlten Cuba Libre. Das müssen wir das nächste Mal einführen. Machen wir. Wahnsinn, Jungs. Wahnsinn. Wir müssen erstmal kurz zur Ruhe kommen. Ich muss auch erstmal meinem besten Kumpel Uwe gratulieren hier. So geil. Ja, Mann. Ja, Mann. Unglaublich. 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 Der größte Fisch. War schon viel Heilbuttangeln, hab viele Leute draußen auf dem Meer betreut, war jetzt im neuen Revier beim Seamus und beim Christopher. Jungsfurt Lodge, der Name ist Programm. Eben kam der Lohn. Yes! Voila. Ja! Die Rute sitzt wieder, wir haben uns wieder beruhigt, ja. Mega Aufregung. Was euch sicherlich interessieren wird, der Fisch kam auf einer Wassertiefe, auf einer langen Fläche zwischen 18 und 25 Metern. Wir haben gerade die Drift wieder neu angesetzt. Wir haben gerade ablaufendes Wasser, also in 3 Stunden ist hier wieder komplett Ebbe, ja, da ist Stillstand. Und in diesen Phasen steigend, ablaufend, Ebbeflut, also da müsst ihr euch wirklich dran halten hier draußen auf dem Meer. Sobald Strömung beginnt, ja, beginnt hier alles im Fressen. Kleinste Partikel werden durchs Meer gedrückt. Die kleinen Fische gehen hinterher, die größeren gehen hinterher. Und der König der Nordmeere, der Heilbutt, wird dann natürlich auch irgendwann aktiv. Und wenn ihr lang genug auf diesen Flächen euch rumtreibt, Vertrauen habt in eure Montage, in euren Angelplatz, dranbleibt, dann hoffe ich, werdet ihr sowas Verrücktes auch mal erleben. Im Hintergrund wieder ganz typisch, kleine Scheren im Wasser. Ja, also wir sind nicht komplett offshore. Wir suchen flache Bereiche mit sandigem, krautigem Untergrund. Dort treibt sich der Butt rum, dort sucht er Nahrung. Und oftmals sind es auch Bereiche, wo es nicht im Sekundentakt an eurem Köder zuppelt, ja, wie beim Dorschangeln oder so. Wir haben euch ja gezeigt, klar, wenn er da unten rumwühlt, am Grund fangt er eure Fische. Aber oftmals ist das Echolot leer. Ihr kommt euch vor, als wäre hier Totentanz. Aber das ist dann oftmals das Revier des Königs. Denn dort, wo der König zu Hause ist, wo er jagt, haut das kleine Gesindel, übertrieben gesagt. Also hauen die Beutefische natürlich ab. Die wissen, was da los ist. Mal gucken, ob jetzt noch was kommt. Hier seht ihr jetzt ein ganz typisches Angelrevier und auch den Bereich, wo wir den großen Butt eben fangen durften. Also ganz viele Untiefen auf dem Echolot. Draußen läuft eine tiefe Rinne über 100 Meter.
gehe dann langsam hoch in die Felslandschaft und dort die Bereiche 40, 30, 20, 15, 10 Meter ansteigend zwischen den Felsen. Dort ist das Jagdrevier der Butz, dort liegen sie ab und dort probieren wir immer wieder die Trift neu anzusetzen, je nachdem, was ihr für eine Strömung habt, was ihr für Gezeitengrad habt, wie der Wind steht, um uns da mit dem Boot durchzudrücken. Also das sind die Plätze, wenn ihr es mal gezielt auf Butt versuchen möchtet, bringt viel Geduld mit, aber in diesen Arealen in Norwegen, irgendwo und nirgendwo, werdet ihr sie finden, ihn finden, den König der Nordmeere. Die Montage habe ich euch ja vorhin schon bei Sonnenschein, wo der XXL-Dorsch kam, in Kürze vorgestellt. Ich will noch mal kurz auf die Komponenten eingehen. Als Hauptvorfach, wo auch das Schlepplei drauf montiert wird, nutze ich das Blackhead Mono in der Stärke 1,2 mm, absolut zuverlässig. Als Stinger-Vorfach das Blackhead geflecht mit 100 Kilo Tragkraft, auch in der Stärke 1,2 mm. Hinten als Fanghaken ein Drilling in der Größe 2-0 und vorne als Führungshaken für unseren Deadbait, den Blackhead Mega Hook. Diesem Haken schenke ich auch immenses Vertrauen beim Welsangeln. Habe ich schon viele große Waller mitfangen können. Und auch hier beim Meeresangeln hat dieser Haken schon oft bewiesen, was er kann. Und das Wichtige an diesem Haken, schaut mal genau hin, er hat ein sehr großes, komplett geschlossenes Öhr. Das ist ganz wichtig, damit ihr einfach und sehr flexibel eure Montagen binden könnt. Und auch keine Risikostelle, also schaut mal in eure Hakenbox. Viele Haken haben nur ein angelegtes Öhr am Haken habt, wo die Schnur einen Schaden nehmen kann. Also die Sachen, die beim Wallerangeln funktionieren, die halten auch dem Heilboot stand. Jetzt kommen wir nochmal zur Route mit zum wichtigsten Bindeglied hier bei der Fischerei. Der Gigant kam auf die Blackhead Solid Vertical Route. Das ist eine Route, die habe ich zum Welsangeln konzipiert. Zum vertikalen Welsangeln direkt unterm Boot und auch beim Heilbootangeln spielt diese Route natürlich ihre Fähigkeiten super aus. Die Route hat eine Länge von 1,80 Meter und ein Wurfgewicht von 50 bis 200 Gramm. Es ist ein Vollcarbon-Blank. Ihr habt ein ganz tolles Ködergefühl, aber auch eine wirklich zuverlässige Aktion. Ja. Die geht krumm wie ein Besenstiel. Ihr könnt die Fluchten von einem großen Fisch toll parieren, ohne dabei ein Ausschlitzen des Hakens in Kauf nehmen zu müssen. Tolles Teil. Drauf montiert eine kleine Multirolle mit einer 38er geflochtenen Schnur. Das ist gerade eine Musterschnur. Ihr bekommt die auch in meiner Range zu kaufen. Da ist er allerdings gelb und heißt S-Line. Das ist da bei uns die Spinline. Manche Meeresangler fischen gerne eine Nummer dünner, aber ihr habt ja gesehen, was passieren kann. Und mit einem Schlepplei davor von 250 bis 400 Gramm solltet ihr auf jeden Fall eine 30er bis 38er geflochtene montieren. Denn die großen Fische haben wirklich Dampf. Wir sind zurück im Hafen, klatschnass wie die Pudel. Ich bin mega happy, ich bin mega glücklich, dass das alles so geklappt hat. Und es ist wirklich verrückt, dass wir das Glück hatten, dass ihr sogar mit der Videokamera dabei sein konntet. Da gehört ja auch immer viel, viel, ja, muss man so sagen, Anglerglück dazu, dass das dann alles passt, ja, und dass wir so einen Moment dann auch mit der Videokamera festhalten können. Wir verabschieden uns jetzt aus dem hohen Norden. Uns hat dieses Revier, was für Uwe und mich ja komplett neu war, mega gefallen. Wir hatten ganz tolle Erlebnisse hier und ihr solltet euch das Revier hier um die Tjongsfjord Lodge auch mal anschauen. Ich verlinke alles unten in der Videobeschreibung. Schaut mal auf der Homepage vorbei. Wir werden nächstes Jahr auf jeden Fall wiederkommen und vielleicht treffen wir uns hier im hohen Norden Norwegens. Bis zum nächsten Video. Ich bin langsam sprachlos. Alles Gute für euch. Bleibt gesund. Viel Spaß beim Angeln. Euer Stefan. Ciao, ciao.